Hallo Leute, der Rolf Ziller ist zurück in Aftermath und ihr seht, ich bin nicht wie versprochen im Flughafen. Das liegt daran, dass ich die zweite Episode aufgenommen habe im Flughafen und leider als drei Zombies sich mit mir unterhalten wollten, ist nicht der Rechner, sondern das Spiel ist gecrashed und jetzt habe ich leider alles verloren. Ihr seht auch, mein Inventar ist jetzt komplett leer. Es ist auch ein kleinerer Rucksack. Ich konnte vorher, ich glaube, 45 Kilogramm hat er gefasst und ich habe nicht mal mehr ein Messer. Das ist schade. Ich kann aber jetzt schon ein bisschen was dazu sagen. Ich kann hier zum Beispiel in-game customizen, meinen Charakter. Ein bisschen zumindest. So, habe ich Masken hier? Nein, die kann man sich für richtige Währung und in-game-Währung kaufen. Red Scarf, den kann ich mir geben, ha? Yeah! Machen wir das doch mal. Haare habe ich auch. Ja, so, ne? Machen wir so. Nehmen wir. Sind das die Hosen? Ja, es sind die Hosen. Gut. So, also viele Auswahlmöglichkeiten nicht. Hier kann man sich noch durch die T-Shirts sozusagen kennzeichnen, aus welchem Land man kommt. Finde ich, ja, muss nicht sein. Ne? Und das, was ich rausgefunden habe hier, das ist sehr, sehr cool. Das erinnert ein bisschen an Seven Days to Die oder auch, was weiß ich, The Forest, all die Spiele, in denen man craften kann. Ihr könnt Boxen, Shelter, alles craften, Klamotten, Waffen. Und das sind halt die Sachen, die ihr braucht. Und ihr werdet es nicht glauben, von den Sachen hatte ich letzte Folge alles. Ja? Metal, Chemicals, das ist so eine Art, ja, Leim oder Kleber, Parts, Tools. Das hatte ich alles und ihr gewinnt das aus, oh, jetzt wird es dunkel. Ihr gewinnt es einfach aus vielen verschiedenen Dingen. Ihr sammelt die Sachen auf und viele braucht man gar nicht, beziehungsweise hat keine richtige Verwendung dafür, sondern man, ja, zerbricht sie sozusagen in ihre Einzelteile und nutzt diese dann. Zum Beispiel Feuerwerkskörper werden zu Chemikalien und Glassplitter kann man noch benutzen, zu Glas verarbeiten. Diverse Dosen zum Beispiel, wenn ihr was esst, macht ihr zu Metal und so weiter und so fort. Und daraus kann man dann Sachen craften, bauen und auch nicht zuletzt diese kleinen Häuschen da nachher errichten, die ich in der ersten Episode ja gezeigt habe. So, wir versuchen mal, bevor es dunkel wird, hier zu dieser Tanke zu kommen. Und das ist sehr, sehr undankbar, denn jetzt habe ich gerade mal Hälfte Leben und Hälfte schon Hunger und so ein Scheiß. Ne, Hälfte Leben nicht. Aber ich habe Hunger und Durst schon zur Hälfte. Und das war ja gerade nicht so. Da hätte ich wohl besser aufpassen müssen. Aber wenn das Game crasht, da kann man halt nichts machen. Wenn ihr das Spiel startet, wird auch darauf hingewiesen, nicht von wegen, ah, ist ein Early Alpha oder ist ein Beta oder wie auch immer, sondern nein, es ist ein Performance-Test und erwartet bitte Bugs und Fehler und auch Crashes. Also davor wurde schon gewarnt. Über mangelnden Loot konnte ich mich da am Flughafen nicht beschweren. Da gab es jede Menge. Waffen, nur Melee-Waffen habe ich da gefunden. Ich konnte leider auch nicht den ganzen, oh Scheiße, den ganzen Flughafen durchschauen. Ich weiß nicht, was das für ein Haufen hier links ist. Ich weiß, vielleicht ist es ein Zombie, der aufsteht, deshalb lieber nicht. So. Logstack und Fireworks. Kann ich die benutzen? Nein, dann machen wir es einfach mal so. Break into. Und dann seht ihr, Chemicals, Cloth und Stone ist da rausgekommen. Interessant. Tools. Kisten klettern können die Zombies nicht, soweit ich das sehe. Mal schauen, ob ich diese Episode überstehe. Ohne dass der dass das Spiel abstürzt. So, das sind auch wieder Chemikalien, weil um meine Laundry, um meine Wäsche. Ah. Und Plastik.
Tools zum Reparieren. Oh, Kleber. Ja, jetzt wird's arschig. Das sind Parts, ja, so Schrauben. Na. Jetzt wird's echt dunkel. Ich lasse das jetzt mal so, erstmal, da ich wissen möchte, wie dunkel wird's wirklich. Da ist doch was, oder? Ja. Empty Soda Can. Wunderbar, kann man auch nochmal zeigen. Zack, Metal. Oh, Glue kann ich auch in dieses hier. So, und jetzt habe ich schon mein Inventar voll. Und das sind alles nur so, ich sag mal, Bestandteile von Sachen. Also es ist nichts, was ich so benutzen könnte. Logstack. Ja, könnte ich ein Campfire mal machen. Apropos, wir gucken mal, ob ich ein Campfire machen kann. Es ist ja dunkel. Camping. Oh. Okay, cool. Das kann ich zum Beispiel nur aus diesen Metalldingern machen. Das ist so, um Fahrzeuge zu stoppen. Cool. Eine Tierfalle, damit man sich was zu futtern besorgen kann. Das ist schon cool. Aber ich sehe nichts für ein Campfire bisher. Ja, sicher. Klar. Machen wir uns alles direkt. Nee, das habe ich. Metal fehlt mir. Und noch ein bisschen von diesem Leim. Ich würde tatsächlich jetzt was craften, einfach damit auch mein Rucksack wieder ein bisschen leerer wird. Aber es geht halt nicht. Ich kann auch dieses Glas nicht mitnehmen. So ein Sheet. Was tun wir weg? Nichts. Na toll. Super. Ich habe keine Lust eigentlich mit Fäusten auf die Typen loszugehen. Oh. Aha. Guck mal einer an. Irgendwie kommt man hier also auch hoch. Ich werde mal ganz kurz das hier wegschmeißen, aber nur kurz. Denn das Rack kann ich ja in diese wieder zerlegen und dann haben wir ja mehr. So, ne? Also irgendwas zum Hauen wäre geil. Ich will ja gar nicht viel. Was? Ach, ich kann diese Hölzer hier harvesten. Geil. I like it. Aber jetzt werde ich mal bisschen die... Kann ich Brightness hochstellen? Nicht wirklich, ja? Doch. Oh! Gamma! Ich brauche mehr Gamma. Nee, das ist zu... Das ist too much. So, das ist schon etwas besser. Fly... Oh, jetzt weg, weg, weg. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob ihr hier wirklich viel seht.
Ach, ach komm. So. Ja, kurz das Faustballett. Jawohl. Ne, Binoculars nicht. Parts habe ich. Finde ich sehr schön. Welche Geräusche er die ganze Zeit macht. Oh. Nein, ich bin so doof. Gut, die Sachen kann ich anscheinend direkt in meine Shortcut-Leiste ziehen. Das kann ich nicht mit allen Dingen. Sniper-Alarm! So, ich guck mal. Kann ich das? Nein, das kann ich nämlich nicht nach oben ziehen. Das ist nämlich das Problem. Droppen. Break. Into Chemicals. Jawohl. Kann ich das hier öffnen? Nein, das ist nur... Moment, die kann ich jetzt doch aufnehmen, weil die gehen ja in die Leiste. So. Trick 17, Leute. Man muss nur wissen, wie. Ich weiß halt überhaupt nicht, wie. Break into... Ja, Metal, ne? So, kann ich mir jetzt was bauen? Das wäre ja was. Ich bräuchte ja mal eine Waffe. Nein. Ich will keine Mine. Ich will doch nur was zum Hauen. Ah. Nein, nein. Aber ihr seht, es ist doch schon sehr viel komplexer, einfach von dem, was man alles tun kann. Als Infestation damals. Flame on Torch, nein. Also was rot ist, fehlt. Leider fehlt uns noch einiges. Whoop. War da eine Tür? Ja. Können wir da rein? Hä? Warum schieße ich? Warum schieße ich mit meinen Fäusten? Plastikcontainer. Break into Plastik, oder? Woran habe ich es jetzt zerbrochen? Parts? Man müsste vorsichtig sein, wenn wir den umfausten hier. Ich bin übrigens jetzt auf einem EU-Server, die gibt's auch, muss nur die Augen aufmachen. Nee, das ist, ja komm, wir riskieren's. Schleichi? Das kann ich auch zerlegen, das Drecksding. Ich versuch das wieder. Yes, into wood. Das ist mir jetzt auch lieber als diese Logs. So, mal schauen. Kann ich jetzt was craften? Yes. Wir machen das einfach mal, damit wir was... Ich gucke aber erst nochmal. Damit wir mal sehen, wie das geht. Ich brauche eine Crafting Bench. Sehe ich doch richtig, oder? Die waren gerade nicht da. Ergo spawnt etwas nach. Rope Bundle würde ich mitnehmen. Und zwar aus, ich guck mal, vielleicht geht das auch oben in die Leiste. Nein. Und zwar aus folgendem Grund. Zack, zack. Break, close. Ja.
Zack. Ja, leider müssen wir die jetzt auch umfausten. Aber wir so eine Art Muhammad Ali der Zombie-Welt sind, geht das in Ordnung? Schön wieder das alte Zombie-Modell. Also hier drauf? Da oben sind Barrikaden drauf. Da ist dann auch Barrikaden drauf, aber jetzt, jetzt weiß ich nicht, ist das vom Spiel her oder? Ich denke schon. Ist ja noch so frisch. Also wenn sie alles übernommen haben jetzt von so der letzten Version von Infestation her, müsste bei der Tankstelle eigentlich eine Crafting Bench sein. Kann ja nicht schaden. Money, 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 money! What? Was ich am Flughafen übrigens en masse gefunden habe. Das hilft aber jetzt nicht viel. Was ich en masse gefunden habe ist, Rucksäcke. So, gucken wir mal. Ah, ich kann die auch füllen. Ich hab sie lieber zerbrochen. Oh. Oh. Hallo. Komm schon. Das ist besser. Oh, Halleluja. Leute, jetzt kann's losgehen. Und damit beende ich auch die Folge. Ich sage Dankeschön, ich hoffe, ihr konntet noch was sehen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen was looten und dann zeige ich euch in der nächsten Episode, was ich gelootet habe. Und ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Schreibt mal Kommentare rein, wie ihr es bis jetzt so findet. Yeah, Schlagring. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die Kommentare sich füllen und wenn ich vielleicht den einen oder anderen Daumen nach oben bekomme. Ich bin sehr gespannt weiterhin, was hier noch draus wird und was ich in der nächsten Episode so sehe. Ich bin ja immer noch beim First Look. Also, mach's gut und bis zum nächsten Mal.